Ruhm, Blitzlicht und jede Menge Drinks. Berühmt sein heißt, Nein sagen zu können. Doch wer kann das schon, wenn Backstage der Alkohol in Strömen fließt? Seitdem ich 17 bin, gibt es quasi überall, wo ich bin, umsonst Alkohol. Sängerin Lafay führt, seit sie 14 ist, ein prominentes Leben, mit allem, was dazugehört. Doch würde jemand einem Teenie-Star das Glas wegnehmen oder nach dem Ausweis fragen? Lafay betrank sich mit voller Absicht und redet heute mit 20 ganz offen darüber. Irgendwann merkte ich dann halt so, oh, ich bin gut drauf. Und dann wollte ich aber, ich habe gemerkt, ich wollte es jetzt austesten und wollte einfach mal auch mal zu weit gehen, um mal zu gucken, was passiert eigentlich mit mir. Ja, und dann habe ich halt einfach alle Reste ausgetrunken, die auf der Party mehr oder weniger von uns 5 Leuten übrig geblieben sind. Und habe danach gedacht, ich muss sterben. Seine Karriere endete im Sumpf aus Alkohol und Drogen. Dante Thomas hatte einen Hit. Und damit tauchte er ein in die Welt der VIPs, die sich hinter der Bühne die Welt gern schön trinken. Fergie von den Black Eyed Peas war mit mir auf Tour. Und jeden Tag haben Fergie, die Band und ich uns eine neue Flasche Wodka geholt. Ich nahm einen Drink, keine Wirkung. Noch einen Drink, immer noch nichts. Ein dritter, ein vierter, bis zum 5. Drink spürte ich keinerlei Wirkung. Und als sie dann kam, war es zu spät, dann war ich komplett betrunken. Auf die Frage nach ihrem Alkoholkonsum antworten die meisten Promis erstaunlich offen. Für viele aber musste es erst 1-2 Schlüsselerlebnisse geben, um den eigenen Körper richtig einschätzen zu können. Ich bin dann tatsächlich, und da war ich gar nicht mehr so jung, da war ich, ich glaube 21 oder sowas, 21 oder 22, und dann bin ich im Krankenhaus aufgewacht in New York. Und habe, glaube ich, New York aus jeder Perspektive, also zwischen Mülleimern, zwischen allem Möglichen gesehen, und das war ekelhaft. Hinter dem wohl tragischsten Ende einer Karriere steckt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Alkohol. Oder besser gesagt, zu viel davon. Denn darüber waren sich auch alle Promis einig. Es geht nicht darum, ein Glas Wein oder ein paar Cocktails zu verteufeln, sondern darum, zu wissen, wo die Grenze ist.